Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Mike Tobacco und wir sollen mal in Neufundland nachgucken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, denn ein Fischerdorf meldet sich nicht mehr. Zudem kann keine Verbindung, kein Kontakt mehr hergestellt werden. We are confident that you will handle this matter with discretion. Ja, davon gehe ich auch aus. Klar. Und wir fliegen einfach mal hin und schauen, was uns dort erwartet. Und ich weiß immer noch nicht, ob diese Mission zum Slingshot gehört oder einfach so eine zufällig gespawnte Mission ist. Strike one. Auf jeden Fall hatte ich sie noch nicht, ne? Und Neufundland ist auch ein bisschen komisch, finde ich. Weil da spielen ja normalerweise keine Mission. Das ist ja kein generisches Land, kein generischer Kontinent irgendwie, der hier bei XCOM irgendwie mitspielen würde. Ja, ein bisschen merkwürdig. The drop site for this operation will be in Canada. Ja. Also das Fischerdorf zeigt immer noch keine Zeichen von Leben, kein Lebenszeichen. Und wir wissen auch nicht, auf welche Art und Weise die Aliens involviert sind. Da, oder mit wie viel Widerstand wir rechnen müssen. Extreme Vorsicht ist geboten. Ja, untersuche die Ortschaft und identifiziere und eliminiere alle Gegner. Wir schauen mal. Commander, we've been asked to investigate some unusual activity taking place near a small fishing village on the island of Newfoundland. Local government officials were responding to a Mayday signal when all contact was lost. From the ship, the village, and the rescue team itself. Strike One will need to move in and secure the area. Let's see if we can find out what happened here. Objectives updated. Okay. Also hier ein bisschen Hafen, wie es aussieht. Na, hier geht's runter. Das hier scheint ein Steg zu sein. Vielleicht ist es auch nur so eine weitere Plattform. Ja. Aber man hört auch Wasser. Deswegen vermute ich, es ist ein Steg. Und wir verschaffen uns vielleicht mal einen Überblick, indem wir hier so ein bisschen auf den Dächern rumkrabbeln. Achso, er hopst hier direkt hoch, okay. Alle, hopp. Ja, und es hieß ja, wir sollen extrem vorsichtig sein. Die Tür hier kann man wahrscheinlich öffnen. Ich habe gar keine Ahnung, wie groß die Karte ist. Okay. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Kinderspielplatz. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal tatsächlich ein bisschen um. Da kommt Harris hin, okay. Lass ich den Mac hier anders rumlaufen? Nee, wahrscheinlich keine gute Idee. Ich meine, ich könnte den Mac natürlich auch aufs Dach hochholen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das wäre. Hab ich hier Zombies near your position, Strike One, which means the chrysalids aren't far behind. We need to find out where these things are coming from on the double. Ach du Scheiße. Chrysaliden? Boah, es ist so dunkel hier. Ich kann kaum was erkennen. Ja, hier scheint es gar keine Tür zu geben. Ah doch, hier ist noch so ein Tor. Kann da irgendjemand hingehen und das öffnen? Ja, Martin kann. Dann soll sie doch mal bitte, damit wir diesen Zombie gleich ausschalten können. Mal auf hier. So, wer braucht denn hier noch eine Beförderung? Also Martin könnte noch eine gebrauchen, ne? Wie viel Schaden macht sie mit ihrer Knarre?
8, glaube ich, ne? Ja, 70% Chance auf einen kritischen Treffer. So, soll sie einfach mal probieren. Na, macht nur die 8 Punkte. Ja, dann kann Molly ja mal drauf schießen. 89%. So heftig einfach. Und sie reißt den kritischen Treffer. Macht da gigantische 16 Punkte Schaden. Da holen wir unsere Scharfschützen ganz nach vorne hier. Ja, ich weiß nicht. Lassen sie mal hier im Overwatch rumgurken. Damit wir nicht plötzlich von Chrysaliden umstellt werden. Oh. Ich glaube, der Schuss kam ein bisschen zu spät. Ja, ich weiß gar nicht, ob Habika sich so richtig vor Chrysaliden fürchten muss. Lassen sie einfach mal durchstampfen. Ja, und wir scheinen hier wirklich ein bisschen aufpassen zu müssen. Weil hier ständig Zombies ankommen können. Ach, sie kann doch eigentlich auch direkt bis nach hier vorne laufen, oder? Daraus dürfte sie doch vielleicht ein ganz vernünftiges Schussfeld haben. Wir schauen mal. So, dann könnte Jackson hier vielleicht auf der Seite, wer ist das? Ja, Jackson. Ja, vielleicht auf der Seite da langlaufen. Ja, gegen Chrysaliden brauchen wir ja nicht in Deckung gehen. Das ist eher ein gutes Schussfeld, entscheidend. Jackson läuft hier auf der Seite. Und dann gucken wir mal, was uns hier gleich begegnet. Sie kann man nachladen, sie hat ja nicht so viele Schuss. Also bis jetzt ist alles ziemlich ruhig. Ich weiß gar nicht, wie weit ich mich hier nach vorne trauen soll. Also ich möchte ehrlich gesagt mein Mac nicht zu weit nach vorne schicken. Vielleicht sammeln wir uns hier erstmal an der Häuserfront, um dann gemeinsam auf diese Türme da drauf klettern zu können. Vielleicht kommt ein Jackson hier auf der Flanke. Nicht zu weit. Ach, da ist ein Gabelstapler. Ah ja, und hier sieht man es auch. Schiffe. Okay. So, Harris muss immer ein bisschen Gas geben gerade. Sonst haben wir den gleich wieder abgehängt. Und Jackson könnte sich auch einen kleinen Tick mehr beeilen.
Verdächtig ruhig, ne? Wir haben zwei... Na, hätte ich mal nichts gesagt. Zwei Zombies haben wir. Hostiles pacified. Ja, geht doch. Also irgendwo da hinten, die Richtung scheint schon richtig zu sein. Hüpfen einfach mal hier hoch. Beziehungsweise klettern. Sie ist ja keiner von unseren Hüpfsoldaten. So, Chops wird hier die linke Seite so ein bisschen im Auge behalten. Ups. Unsere Scharfschützin steht da eigentlich ganz gut, finde ich. Die brauchen wir gar nicht weiter bewegen. So, Harris. Lassen wir den hier hochgehen. Bringt das was? Na, er kann hier unten Jackson unterstützen. Vika. Lassen wir vielleicht hier so ein bisschen zentral hingehen. Dass sie nach allen Seiten, denke ich, ein ganz vernünftiges Schussfeld. Natürlich ein bisschen eingeschränkt durch diese Plattform hier. Was auch immer das sein soll. Vielleicht irgendwelche Verladeplattformen oder... Keine Ahnung. Fischverkaufsstände, würde ich sagen, mit Dachbalustraden, wozu auch immer man die braucht. Da kommt schon direkt der nächste. Ja, zum Glück haben wir Chops hier auf die linke Seite gestellt, ne? Er behält hier alles so ein bisschen unter Kontrolle. Gut. Drei Chrysaliden hier. Und hier, was war mit dem Hai? Er wabbelt hier auch irgendwie so komisch rum. keine Ahnung, wieso, weshalb oder warum. So, wollen wir mal was Lustiges ausprobieren? Ich parke Habika einfach mal hier. Dann probieren wir mal diesen Elektropuls hier aus. Der macht 5 Schaden. Die sind alle drin hier. Okay, das sah ziemlich cool aus. Ja, ich hätte gerne die... Danke. Ah, sie hat keine Sichtlinie. Okay. Das heißt, Martin kommt jetzt einfach mal nach vorne. Schnappt sich den einzigen, den sie hier sehen kann. Ja, bitte, feuern. Jetzt. Alien neutralisé. Gut, schaltet den aus. Copy that. Na, dann kommt Chops hier vor. Sieht zwei Typen. Ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich hier im Radius drin steht oder nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Nummer 1. Ja, tut er. Und Nummer 2. Ja, Chrysaliden, ne? So, und sie behält hier
Ach, er meine ich. Harris. So, und Arcade kommt nämlich ein bisschen nach vorne. Kann sich hier auch die linke Seite ein bisschen mit angucken. Wenn da dieser komische Hai ist. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ob mit dem überhaupt was los ist. Sehen wir den Arcade am besten. Sieht echt ungesund aus. Das hier scheint ein Thunfisch zu sein, ein riesiger. Ja, das ist irgendein Ekelhai. Ja, wohin mit ihr? Vielleicht lassen wir sie hier parken. Da gibt es ein bisschen Höhenbonus auf. Aber alles, was unten im Hafen passiert, kann sie da trotzdem immer noch optimal von einer Etage höher bestreichen. Hier passiert irgendwas. Okay. Wie zum Beispiel dieser Thunfisch da. Ja, gefällt mir nicht. So, wir machen mal eine kleine Nachladerunde. Aye, aye, Commander. Für alle, die schon mehr als einen Schuss hier ausgegeben haben. Recharge. Nee, Harris kommt natürlich wieder nirgendwo an. Klar. Dann soll er sich halt da gemütlich machen. Hm, was, wo, wann? Okay, Actionmusik geht los, aber ich sehe nichts. Oh, da hinten geht's gar nicht weiter, oder? Aber wir lassen Habika einfach mal so ein bisschen vorlaufen. That ship didn't just run aground. It looks like it was overrun. I'd say that's the likely source of our chrysalid problem. I guess we should just be thankful it wasn't a cruise liner. Was denn für ein Schiff? Okay, irgendeine Art Schiff scheint da zu sein. Ach, das ist hier direkt in die Hafenanlage reingedremmelt. Scheint ein Thunfischfischer zu sein. Wo sind wir denn überhaupt? Achso, wir sind hier oben. Okay, cool. Ja, Deckung nehmen am Thunfisch. Das hat Harris voll drauf. Im Feuer steht er, macht ihm gar nichts. Denn wir wissen alle, unsere Titan Armor hat ein überlegenes Kühlsystem. So, wir geben hier mal ein bisschen Gas. Alle, hopp. Ja, vielleicht hier. Wo tun wir unsere Scharfschützen hin? Nicht allzu explodieren. Ja, klar, wir haben noch ein Dach. Ja, da lasse ich am besten mal Chops vorgehen. On it. Checken, ob das Dach okay ist. Scheint okay zu sein. So, dann kann sie es sich hier gemütlich machen. Rolling out. So, und dann rücken wir hier nämlich wunderschön vor. Er passt so ein bisschen auf hinten mit auf. Und dann schauen wir uns das Schiff mal an. Mal gucken, wie wir da rein, rauf oder was auch immer kommen.
Abiga, schau doch mal bitte. Moving to position. Ah, hier gibt es direkt einen Aufgang. Sehr schön. Okay, alles unverdächtig bis jetzt. Solid copy. Das finde ich wiederum ein bisschen verdächtig. Und wenn wir es hier wirklich nur mit Chrysaliden zu tun haben, können wir uns echt im Offenen parken. Das ist denen ja sowas von egal. Ich dachte, hier gäbe es vielleicht noch ein paar Thin Men wenigstens oder irgendwas. Ja, aber das Ganze scheint wirklich eine einmalige Mission quasi zu sein. Die nicht quasi zufallsgeneriert ist. Ah, da kommt noch ein Zombie, okay. Der fängt sich drei Schüsse. Ganz ehrlich, zwei Schüsse hätten es vielleicht auch getan. Moving out. Ich weiß nicht, ob ich meine Scharfschützin alleine hier stehen lassen kann. Ich meine, der Spot ist eigentlich ziemlich cool. Es sei denn, wir müssen jetzt unten ins Schiff rein. Vielleicht kann sie da auf der Brücke einfach Stellung beziehen, bei Gelegenheit. Ich will sie jetzt aber auch gerade nicht als Scout missbrauchen, ehrlich gesagt. Weil ich gerne noch mal eine Laderunde machen würde. Alle, die es brauchen. Deswegen ziehen wir mal alle gerade dicht zusammen. Und alle, die Schüsse rausgehauen haben, dürfen mal nachladen. Und dann betreten wir das Schiff und schauen mal, ob wir hier irgendwas finden. Vielleicht müssen wir tatsächlich ins Unterdeck. Wir schauen mal. Ach, ich lasse natürlich nicht Elisabeth vorlaufen, sondern Habika. Kann sich mal hier drüben breit machen. Ups, was? But this is worse than we could have imagined. If the chrysalids are using that whale as some sort of hive, who knows how many offspring they could produce? Wal? Hat er gerade gesagt Wal? Strike one. Our sensor readings are picking up a whole lot of activity from inside the hold of that ship. I think you're about to have a lot of company headed your way. But nothing you've got on hand is going to be enough for this one. What we need is an airstrike. If you can reactivate that ship's transponder, we can have air support pinpoint your location and take the whole thing out. New objective received. Airstrike, okay. Einen Luftschlag sollen wir anfordern. Interesting. Und da drin scheint ein Wal, ne? Das scheint ein Walfängerschiff zu sein. Ein Thunfischfischer, wie ich dachte. Und da her sollen irgendwie die ganzen Ekelviecher, Chrysaliden heißen sie, kommen. Okay, dann jetzt will ich auf jeden Fall meine Scharfschützin hier oben haben. Ach, sie kommt nur bis hierhin. Schade, ich hätte sie gerne ein Feld weiter drüben gehabt. Macht gar nichts.
So, Harris, krabbel mal hier drauf. Ach, voll gut. Steht er da wie der King auf der Box. Ja, und dann schicke ich am besten wirklich Chops zur Brücke alleine und der Rest soll von drüben Feuerschutz geben. Ist das ein guter Plan? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. That's affirmative. Auf jeden Fall Overwatch, ne? Die haben uns ja gewarnt, eine Menge Aktivität unten im Schiff. Und ich weiß nicht, ob die uns schon bemerkt haben oder ob die einfach so hochkommen oder wie oder was oder wann. Ah ja. Da geht's nämlich schon los. Hervorragend. Haben wir von oben Schussfeld? Ja, haben wir. Okay. So, wenn die alle von da unten kommen, dann sollten wir vielleicht einen kleinen Perimeter drumherum errichten. Ach, guck mal, der ist frisch geschlüpft. Der hat gar keine 10 Punkte, sondern oder 11 oder wie viel die auch immer hatten, sondern tatsächlich nur 8. Das heißt, den können wir mit einem Plasmagewehrschuss erledigen. Wenn wir denn den vollen Schaden machen, so wie sonst immer und nicht nur plötzlich nur... Der hat gar keinen Schaden genommen. Hä? Nee, so war das auch gar nicht gemeint hier. Ich wollte eigentlich was über dieses Vieh raus finden. Na gut. Habita übernimmt also hier die zentrale Position. Schieß mal drauf. Okay, bei ihr zählt der Schaden. Keine Ahnung, warum das bei Combo gerade so gar nicht funktioniert hat. Good to go. Got something over here. Oh, what? Hey, what? Guck mal, wo kommt ihr denn her? Jetzt kommen die hier von hinten. Oh Gott. Na, das ist ja ganz großartig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. That's affirmative. Ja, Jackson dafür aushelfen auf der Seite. Harris. Ach geil, der kann hier bis zur Ecke, dann kann er da auch noch ein bisschen aushelfen. Kann hier gleichzeitig die rechte Ecke im Auge behalten. Ja, beziehungsweise die Ladelappe, wie man auch immer das nennen möchte. Oh, verschwendet doch nicht alle eure Schüsse. Da kommen nämlich 3 hoch. Ja, und jetzt kommt der dritte und für den haben wir keinen Schuss mehr übrig, ne? Ja. Ja. Was? Achso, der ist da unten drin. Vika sieht nichts. Martin sieht ihn. Komm schon. 8 Punkte machst du maximal. Putz den mal weg. Ja, perfekt. So, einer ist noch da, hier links auf der Seite quasi. Das wissen wir. Wir lassen Harris mit hier Stellung beziehen. Schön im Overwatch. Lockdown hält hier den Overwatch. Und Chops arbeitet sich weiter vor. Richtung Brücke. Bis jetzt ist ja noch alles unproblematisch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Können wir hier nicht hoch? Doch, können wir. Ach, guck mal dann. Dann kann sie doch eigentlich hier mal diese Ecke halten. Da
Dann kann sie das Deck so einen kleinen Tick im Auge behalten. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Ja, da kommt noch einer. Keiner möchte schießen. Oh, hier ist auch noch einer geschlüpft. Ja, der bekommt direkt 11 Punkte Schaden von Habika. Sehr cool. Ja, und so langsam wird aber Nachladen Problem für uns, ne? Er hätte eigentlich hochgesollt. Ist egal. So, mehr Overwatch für alle. Habika darf einmal nachladen. Aha, es bewegt sich. Ach, sehr schön. So, und wir sollen also hier den Airstrike anleiern und uns dann bereit machen zu verschwinden. Let's rock. Yona vol massacre. Schauen wir doch mal. So, jetzt. Nein, nicht da hoch, hier hoch. Roger that. Okay, wir nehmen uns die eine Runde nochmal Zeit. Bevor ich das am Anfang der nächsten Runde aktiviere. Okay, keine neuen Chrysaliden. Ich bin überrascht und schockiert. Genau wie ihr. Ja, komm schon, aktivier es. The ship's transponder is active and transmitting. You need to get moving, Strike One. That whole place is going up in a matter of minutes, and anyone left behind is as good as dead. We have a new objective. What? Ist das euer Ernst? Die wollen hier. Oh Gott. Ja, dann wo müssen wir hin? Wo ist der kürzeste Weg dahin? Wahrscheinlich hier unten am Strand lang, beziehungsweise hier oben die Promenade lang. So, ich lass mal Habika vorrennen. Dann sehen wir vielleicht, ob sich da irgendwo Aliens eingenistet haben. Affirmative, Commander. Okay, scheint alles sauber zu sein, sehr gut. Chops, sieh mal zu, dass du hier wegkommst. Order's confirmed. On the move. Wir haben nur 8 Runden Zeit, ne? Ich weiß gar nicht, ob das von der Bewegung her hinhaut. Ich hoffe mal. Aber ich schätze mal, allzu lange dürfen wir uns einfach nicht aufhalten lassen. Ach, der Fisch wabbelt doch schon wieder so. Moving out. Ja, als Scharfschützin ist sie da natürlich jetzt super im Nachteil. Die Chrysaliden können ja auch überall hin folgen, auf die Dächer und so, ne? Ja, ich schätze, wir wollen hier oben lang laufen. Das scheint echt der kürzeste Weg zu sein. 10-4. Ja, und Habika, die ist die schnellste. Die muss sich so ein bisschen um Feuerschutz kümmern. Problem ist, sie hat natürlich super wenig Munition.
Lalalala. Ja, Habika soll eigentlich als Scout vorgehen. Wir können sie direkt bis nach hier vorlaufen lassen. Ich hoffe, das ist nicht zu weit. Aber da sehen wir auf jeden Fall, ob sich irgendwo was breit gemacht hat. Scheint nicht der Fall zu sein. Perfekt. Dann würde ich sagen, weiter geht's, wenn ich hier meine Soldaten und Soldatinnen anwählen darf. Ansonsten hat Chops ja auch noch Run and Gun, ne? Also hier, der hängt gerade ein bisschen hinterher. Das finde ich nicht so geil. Wer auch hinterher hängen wird, ist Harris. Ja, eindeutig. Da müssen wir mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Ob wir dann andere Leute mal eine Runde stehen lassen oder irgendwas, damit das hinhaut. Ja, hier die mächtige Action Ram. Da schlüpfen noch mehr Aliens, okay. Und noch mehr. Und hier natürlich auch. Ja, sie ist ganz vorne. Voll. Martin ist auch ziemlich weit vorne. Wie viele Lebenspunkte hatten das? 8, okay. Es ist eine Route. Lassen wir Martin einfach mal einen Schuss abgeben. 10% kritisch nur. Maximaler Schaden reicht mir. Ne, ne? Und dann macht sie immer einen untermaximalen Schaden. Ja, macht gar nichts. Macht gar nichts. Moving. So, wir rennen auf jeden Fall weiter. Sehen wir zu, dass wir uns hier ein bisschen gesammelt kriegen gerade. Damit hier nicht irgendwie jemand zurückbleibt, hier Shops zum Beispiel. Ja, wer übernimmt den Schuss? Habika, 79%. Schieß mal. Okay, passt. So, da hat Chops nämlich den Anschluss wieder. Das ist sehr cool. Lockdown kann den Overwatch übernehmen. Und Jackson läuft noch hier vorne, übernimmt dann nächste Runde den Overwatch. I'm on the move. 6 Runden haben wir noch. Sehr schön, sehr schön. Ja, 6 Runden haben wir noch und sind noch keine Horden von Aliens auf den Fersen, weil wir die relativ gut unten halten können. Aber wenn hier noch mehr schlüpfen... Oh Gott. Ja, lang kann es nicht mehr dauern, bis sie uns richtig hart auf den Fersen sind. Die Viecher sind nämlich richtig, richtig, richtig schnell. So, Harris, Sprinte. Okay, aber so weit haben wir es auch gar nicht mehr. Das heißt, wir können hier alle lebend rauskommen. Mit ein bisschen Glück. Moving out. Wir schauen mal. Rolling out. So, dranbleiben, Chops. So, Lockdown. Einmal Gas geben, bitte. On the move. So, Harris auch Gas geben.
Ja, den lassen wir mal nach vorne rennen. Er ist ja nicht ganz so schnell. Ach, das ist Martin. Ah, Harris ist schon vorne. Sehr cool. So, und Jackson. Aye, aye, Commander. Stellen wir hier hin. Übernimmt auch eine Runde lang Overwatch. Nächste Runde kann es dann Martin machen. Die ist jetzt ganz vorne. Oh, von der Seite. Okay, nice. Molly kann es sowieso machen. Wir haben noch 5 Runden. Ja, das haut hin. Ne? Wir brauchen noch 2-3 Runden. Alles cool. Da können wir uns drum kümmern, dass wir hier nicht aufgefressen werden. So, einmal feuern, bitte. Ah ja. Da hat sie endlich mal einen erledigt. So, von hier oben übernimmt sie Overwatch, bis alle in Sicherheit sind. So, und dann machen wir hier einfach mal eine Runde Overwatch. Wir haben ja einen kleinen Tick Zeit, ganz klein. Ne, nicht, dass wir hier von Aliens gefressen werden, während wir versuchen, Hals über Kopf in die sichere Zone zu fliehen. Oh, daneben. Ja, macht nichts, da sind noch ein paar Leute im Overwatch. Da zum Beispiel Chops, der nur 7 Punkte Schaden anrichtet. Harris zerlegt hier die Deckung von Chops. Und da ist noch eins, da ist noch eins. Ah, diesmal kriegt Chops es sofort hin. Und da schlüpfen noch mehr. Sehr nice. Strike 1. That airstrike is closing in your position. You need to get to the evac point before it's too late. Sind schon da. Können wir alle raus? Ne, wir können noch nicht alle raus. Ja, Jackson ist ein bisschen zu weit weg. Wo ist Harris? Harris schafft's raus. Okay, dann lassen wir uns einfach alle geordnet zurückfallen. Die eine Runde gönnen wir uns dann noch. Und dann sind wir nächste Runde auf jeden Fall alle raus. Ja, Habika bleibt da stehen. Die übernimmt die Nachhut, ne? Die kann am meisten Schaden einfach einstecken. Deswegen, wenn sie hier einmal für 5 oder 10 Punkte oder was auch immer angefallen wird, ist das alles unproblematisch. So, dann evakuieren wir mal. Ja, es haut wunderbar hin. Wir bringen alle heil raus. Und unsere Nachhut bringen wir natürlich auch mit. Ganz klar. Da haben sie aber ganz gut getroffen, würde ich sagen. Ne? 26 Aliens haben wir getötet. Krass. Kam mir gar nicht so viel vor. Aber gut, dreiviertel Stunde Aliens schlachten. Achievement unlocked. Zombie Gun.
everything by the numbers and not a scratch on them. Hopefully every operation goes this well. Ah, cool. Und damit ist Abika auch zum Major befördert worden. Overdrive. Was macht denn das? Ach, hier. Ah, cool. Wenn wir die Primärwaffe des Mechs als erste Runde feuern, beendet das nicht länger unseren Zug. Also kann sie jetzt auch feuern, sich dann bewegen, feuern, nochmal feuern. Feuern und dann in Nahkampf gehen. Das ist super cool. Schön. Da hat sich das einmal gelohnt. Ja, scrollt es doch nicht so schnell weg. Macht das Fenster hier vielleicht ein bisschen größer. Panik wurde reduziert. Super, also wir haben einen Vorgeschmack davon bekommen, wie zumindest eines der Aliens die Erde transformieren würde, wenn wir ihnen die Chance lassen würden. Wir müssen die zukünftigen Risiken beurteilen für die Weltmeere, die von dem reproduktiven Prozess der Chrysaliden ausgehen, wie ihn das unser Trupp dokumentiert hat. Die Bedrohung scheint vorüber zu sein für den Moment. Gute Arbeit, Commander. Panik reduziert. Schauen wir mal, haben wir dann überhaupt noch Panik irgendwo? Nope. Alles bei, wow. Wir haben fast überall Satelliten, ne? Frankreich bekommt, wie gesagt, am Ende des Monats ein, weil wir jetzt gar keine Entführungsmission oder so mehr bekommen. Und überall ein Punkt. Das ist richtig krass. Also mein bestes Playthrough, das ich bis jetzt hatte von diesem Spiel. Es läuft aber auch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Bald sind unsere Schiffe dann auch einsatzbereit. Und ich würde sagen, wir belassen es dabei erstmal. Wir gucken uns dann beim nächsten Mal an, wie wir unsere Schiffe ausstatten. Vielleicht, wie wir die, was wir als nächstes erforschen, auf jeden Fall. Und vielleicht können wir dann auch schon in der nächsten Folge ein paar Leute in die Ziellabors schicken, um sie testen zu lassen. Das wäre ja auch was Feines. Bis dann sage ich ciao, macht's gut und bis dann. Habt noch einen wunderschönen.